Müssen wir mal gucken. Okay, dann wollen wir noch mal gucken. Er läuft jetzt erstmal alleine in die Richtung. Der sucht etwas. Und zwar geht er in die Eishöhle rein. Was haben wir denn da oben? Ist da irgendwas? Das ist aus dem riesen Katapult, ne? Oh, halte den Button und fahre in die Richtung der Pfeilspitze. Ich verstecke mich da, alles klar. Jetzt muss man also quasi diese In-Game-Action sogar machen. Diese In-Videos-Sequenz-Action. Das ist ja schon cool. Erlebe die Ankunft des Gottes. Also der ist wirklich ein Böser. Ja, der ist glaube ich wirklich ein Böser. Jetzt bin ich gespannt. Aber sie wusste das und sie ist nicht mit reingekommen. Ich habe den Roman nicht gelesen und bin unsicher, okay? Mein Gott, ist das ein Drache? Sind diese Legenden alle wahr? Seit der Antike regiert Drachen Raya die Welt. Unter Leitung des Schwarzen Königs und der vier Großfürsten versklaven sie alle Lebewesen. Um der Unterdrückung zu entkommen, haben Menschen Drachenblut getrunken und wurden zu Mischlingen, die die Macht der Drachen erhalten. Selbst der Unruhe traf der Schwarze Kirche im Angesicht der Armee der Mischlinge und vier großen Fürsten nicht dem Schicksal entkommen. Ich glaube, soll das heißen. Und der Ruhm der Drachen Raya wurde auch ausgelöscht. Die Menschen wurden zu den Herren der Welt. Die Flamme der Rache brannte auf die vier Großfürsten und den letzten Drachen Raya hernieder. Sie waren gezwungen, sich überall auf der Welt zu verstecken und schlafend zu warten, bis der neue König beschwört wird. Oder beschworen wird? Beschworen könnte sein. Aber was die Menschen nicht wissen ist, reines Drachenblut ist ein Gifttrank für Lebewesen. Aber wenn es verdünnt ist, ist es der beste Katalysator. Okay, gehe vorsichtig auf die Stufe. Na dann los. Auf die da. Guck mal, kann man hier was einsammeln? Nee, ne? Hier ist nichts. Was macht denn der da? Gibt keine unschaltbaren Ziele, okay. Machen wir das mal, automatisches Suchen. Ich finde das ganz cool mit dem automatischen Suchen, ne? Also das hat schon so, hat schon was. Okay. Selbst das macht er, versteckt sich auch, der macht einfach komplett alles automatisch jetzt. Ein Eisbär, elektrisch geladene Knochenstacheln. Aus dem Rücken der Schlange sind Federn in Form einer Libelle gewachsen. Okay. Wenn du dieses Tech auf Menschen übertragen, kannst du dir das vorstellen, Experte. Herzog und Bondarev. Okay, also Herzog ist offenbar wirklich böse. Das sind alles die besten Testprodukte. Okay. Falls es übrigens interessiert, warum da unten so eine Namen da reingeflogen kommen, ne? Das sind die Leute, die Mitglied sind im YouTube-Kanal. Oh, guck mal da. Shoot him, please, Commissioner. Erschießen Sie ihn. Das ist der Anton, oder? Ne, das ist nicht der Anton. Welcher ist denn das? Den hat, auf jeden Fall war er gerade eben dabei. Anton has the ability to increase Doch. Air viscosity okay. and turn air into gel form around him. The physical principle behind such power. Die physikalischen Prinzipien dieses Könnens haben wir noch nicht geklärt. But you have already witnessed its stunning efficacy. Anton is even capable of canceling out the kinetic energy of high-speed bullets. Mhm.
Bedeutet, dass wir eine vollkommen gefügige Armee von Mischlingen aufbauen und dann die Welt beherrschen können? Achso, ich muss jetzt draufdrücken. Klar, allerdings hat das Experiment in der jetzigen Phase noch einen entscheidenden Nachteil. Die Versuchskaninchen überleben keine 20 Jahre. Ich gehe jährlich in die Stadt. Dieses bemitleidenswerte Kind beispielsweise, das Drachenblut zerstört bereits einen Körper. In weniger als 3 Tagen wird es ein furchtbares Monster werden. Also, Spezialist, erlöse ihn. Haben wir dem Anton etwa so ein Drachenblut gegeben? Mündung ist auf Anton gerichtet. Oh, jetzt muss ich auch noch Entscheidung. Oh, ist das der Hammer? Natürlich rette ich den. Ich will natürlich Gerechtigkeit plus steigt jetzt gerade bei meiner DNA. Da ist der Stromkaster. Da ist der Stromkaster. Zerstöre den Stromkasten. Zieh den Schalter. Ich will einfach mal den Schalter ziehen. Hat ihn erwischt. Hat es den Anton jetzt erwischt oder nicht? Doctor, you have shared with me your most important secret. Nachdem ich mir das größte Geheimnis einfach habe, muss ich Ihnen auch eine Nachricht übermitteln. Mist, ey, ich hätte es doch zerstören müssen! Eine einflussreiche Organisation namens Kessel Academy hat bereits ein Auge auf uns geworfen. Ich bin hier, um vor Ihnen das Geheimnis dieses Ortes zu lüften. Bondarev Schwanhafen verlegen? Schwanhafen verlegen? Es ist schwer, einen geeigneteren Ort zu finden als diesen. Es ist ein natürliches Versteck. Ihn aufzugeben ist sehr schade. Aber deine Forschung ist bald kein Geheimnis mehr. Wenn andere Kräfte von den Drachen erfahren, dann werden all deine Forschungsergebnisse weggenommen. Ey, ehrlich, der hat ihn erschossen? Warum habe ich... Verstehe das nicht. Schwanhafen sprengen wäre eine Variante. Wir sind kurz davor, die mächtigen Kräfte zu beherrschen. Der Mensch, der diese Macht beherrscht, ist der König und der König wird seine Macht nicht mit anderen teilen. Und die Kinder? Diese frischen Blumen sind nur am Nordpolkreis kostbar, aber der Ort, zu dem wir gehen, ist ein Blumengarten. Schwanhafen verschwindet. Ein für einmal. Hat der das jetzt geschafft, sich doch noch zu retten? Anton scheint noch zu atmen, okay. Das schöne Element an dem Spiel ist, dass ich das natürlich unterwegs auch spielen kann. Anton sah zu dir auf und sah an sich selbst herunter. Schüttelte den Kopf, um zu sagen, dass er nicht gehen kann. Ach Mist, das müssen wir immer noch zurücklassen, oder was? Selbstzerstörungsprogramm ist bereit. Kann man das hacken? 2 Minuten 30, oje. Wow, keine Panik, Baby, schreiben da manche. Haben wir jetzt gerade Drachen befreit? Okay. Klicke auf den Ausweichknopf, um dem Angriff zu entkommen. Okay, jetzt muss ich also erstmal angegriffen, wie es aussieht. Okay, jetzt muss ich jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich am besten hier vorgehe jetzt. Oh. Was macht... Warte mal, ich muss erstmal kurz rausfinden. Ich hänge hier fest. Der Charakter ist hart und kann sich, ja, das ist jetzt gar nicht so einfach, okay. Wir machen jetzt erstmal diesen hier, ne? Das ist der Standardangriff. Und dann laufen wir mal ein Stückchen weg. So, machen wir einfach Angriffe. Hier und da mal eine Zusatzattacke. J auch mal, das G geht auch.
Ach, das ist die Leertaste hier, okay. Mit Leertaste. Hopp. Was macht er denn da? Geh auf jeden Fall nochmal mit reinhauen. Wir machen jetzt gerade Damage, aber ich weiß nicht, wie viel. Ach doch, der Goa Level 3, der ist gleich tot. Mir geht's noch recht gut. Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Hier ist die Maus. Tja, da ist er runtergefallen. Ausrüsten. Wir rüsten mal was aus. Also, das war ein Anhänger. Hier ist ein Pfeil auf dem Boden. Flieh aus der Höhle und teile die Nachricht mit. Aber was ist mit dem Anton? Ich glaube, der kann sich bestimmt selber retten, indem er so ein... wenn es nachher explodiert, einfach um sich herum so eine Gel-Sache da zaubert. Schade, dass wir den nicht retten können, ne? 11.250 Erfahrungspunkte haben wir auf jeden Fall bekommen. Unangenehm. Unangenehm, ich glaube, ich hätte den Anton retten können. Ich hätte wahrscheinlich, habe ich einen Fehler gemacht bei dem Ziehen des Hebels, ne? This is White Score, this is White Score. Approaching target destination. Area lockdown. Krieg mal hier, mein Baby, ich liebe dich. Over. Ich könnte jetzt schreiben, Grüße an die Quitsch Community, warte mal. Grüße an die Quitschimunity. Okay, muss ich ausweichen wieder. Rufe Renata an. Okay, was ist jetzt? Das haben die jetzt angegriffen wahrscheinlich, ne? Das kommt Gegner, glaube ich. Das muss ich Gegner bekämpfen. Also warten, bis sie die FPS gesammelt haben. Okay, war klar. Ich weiß immer noch nicht, was das so für einen Sinn hat, diese zweite weiße Figur da zu haben, ne? Heilen tut er mich nicht, aber ob der irgendwie Schaden vielleicht macht? Was ist eigentlich das hier unten? Das kann man gar nicht sehen, ne? Tooltip-Text habe ich jetzt hier auch nicht. Die Lage wird brenzlig. Auf jeden Fall mache ich ordentlich Schaden. Guck mal hier. Kann man das auch gedrückt halten? Warte mal. Ich glaube, das kann man gedrückt. Nee, kann man nicht. Also zumindest bringt es nicht, oder was? Mach mal weg den Typen hier. Die sind alle nicht sehr stark im Moment, ne? Aber der Leiter des bösen Soldaten. Ich weiß nicht, was mein weißer Kuppel da macht. Wo müssen wir denn hin? Suche Renata. Wir suchen Renata automatisch. Kommen natürlich die nächsten. Okay. Haben wir sie offenbar schon besiegt oder sind an der richtigen Stelle gelandet oder sowas? Die kommen immer. Offenbar kommen immer automatisch die nächsten. Auf jeden Fall auch eine Lolita. Und da war. Ach, guck mal, da waren. Sie ist da. Verfolgt von dem Typen da. Was hat der gemacht? Was ist denn das für ein Typ? Hat er sie erschießen lassen? Hat der sich erschießen lassen? Wieso macht er das? Der hätte sich doch wehren können. Achso, das war jetzt im Video eine Attacke von mir. Ich dachte jetzt, ich müsste kämpfen. Nee. Die Schokolade ist raus. Tippe, um das Blutbad zu aktivieren, deine besondere Fähigkeit zu wecken. Okay.
Jetzt kommt natürlich wieder die coole Musik, ne? Das ist natürlich wahrscheinlich wütend. Im Blutbahnzustand versuche, mächtige Blutbahnfähigkeiten zu verwenden. Achso, das ist wahrscheinlich dann in der Mitte das jetzt hier. Ah ja, genau, das okay. Also das habe ich mich vielleicht geheilt gerade so. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was das gerade gewesen ist. Aber ich kann noch eine machen. Auf jeden Fall gehen die offenbar zu zweit dran jetzt. Und räumen hier ein bisschen auf. Blutbad. Haben wir erst ein paar Leute weggeräumt. Okay. Also offenbar sind alle Leute, die wir mochten, jetzt auch der ganzen Sache zum Opfer gefallen. Wer bleibt übrig? Ununterbrochene Warnung. Wer ist das jetzt noch? Das ist doch auch ein Kind. Bin das hier unten ich? Nee, das bin doch nicht ich, der da liegt, oder? Also muss ich ehrlich sagen, Handyspiel, ne? Jetzt zu Beginn so schon sehr Cinematik, ne? Sehr viel Cinematik. Aber kann man nichts alles sagen, als das sieht doch ganz nice aus, ne? Die räumt hier erstmal ein bisschen was weg. Das ist also eine Gunner Lolita, wie es aussieht. Und das ist der. Welcher ist das denn? Oh, hast du doch erschossen, ey. Mann! Das ist doch der in die Stadt sollte, oder wie war das jetzt? Das ist schon sehr, wenn es nicht so gut gehen würde, ne? Aber das liegt an meiner Software. Hier muss ich erstmal rausfinden, woran es liegt. You have to live. Alle wollen, dass ich es überlebe. Aber warum? I'm very happy to have you by my side. If that day ever comes, I hope that I'll be standing right next to you. Slow down, please. Wow. I'm moved. It's so bright. Right. Let's go back. The cleanup ops are complete. Load the Elder Dragon onto the ship. Verlade das Drachenskelett aufs Schiff. Okay. My little Renata, I said that I have a gift for you. Ah, das ist doch sie, oder? I promise you, I will take you with me. Always, no matter where I go. We will not abandon nor betray each other until death do us part. Ich glaube, jetzt ist das Tutorial zu Ende, ne? Oder vielleicht gibt's das, oder ist das ganze Spiel doch zu Ende? Ein Drachen, oder? Okay. Also ich muss rausfinden, was ich machen muss, damit es ein bisschen flüssiger läuft hier, aber ich glaube, wir haben das, dann haben wir erstmal eine ganze Menge gesehen von dem Spiel.
ist halt schon doch irgendwie so ein bisschen für ein Handyspiel ist es doch wirklich mal eine schöne Sache, ne? Jetzt guck mal, es hat irgendwie hat das wirklich, wenn ich das immer so sehe, ey, ich denk da so an Final Fantasy 7. There's someone waiting for you. Come with me. Okay. Aber weil möchte ich das wirklich verlassen? Ja, ich möchte das Spiel verlassen. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz gucken. Nicht, dass es jetzt irgendwas nicht speichert, ne? Ach, da kommt noch eine Videosequenz. Principal, here's the student. Das ist der Schulleiter. Die muss ich mir beim nächsten Mal angucken. Ich verlasse das Spiel jetzt. Oder? Ich habe nicht mehr viel Zeit. Eine Minute habe ich noch. Das ist schon interessant. Ich will das schon so ein bisschen, wissen, ne? Aber jetzt ist, glaube ich, zu Ende. Genau. So. Vize-Schulleiter, sei gegrüßt. Levelerhöhung habe ich gekriegt. Vize-Schulleiter und so weiter. Vize-Schulleiter und so weiter. Nach einem Monat wird dieser Drache Teil des Projekts Drachen zähmen. Okay. Zugangserlaubnis. Ich habe also die Chance, einen Drachen zu zähmen. Da bin ich gespannt, ob das so geht. Das machen wir aber später. Jetzt machen wir wirklich das Spiel erstmal aus. Möchtest du ausgehen? Ja. Platz machen für andere. Und wenn es dir gefallen hat, wie gesagt, das waren jetzt glaube ich zwei Videos oder drei. Wenn es dir gefallen hat, durch einen Daumen nach oben kannst du das zeigen und dann vielleicht machen wir das einfach mal gemeinsam im Livestream. Vielen Dank fürs dabei sein. Mach's gut, hau rein und tschüss.